Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens und ich werde Ihnen im Folgenden erläutern, wie Sie effizient eine juristische Seminararbeit schreiben. In dieser ersten Folge behandeln wir, wie Sie zu einer These gelangen und wie Sie Ihre Zeit sinnvoll einteilen. Kommen wir zunächst zu der Frage, was überhaupt eine Seminararbeit ist. In Ihrem Studium haben Sie bereits Übungshausarbeiten geschrieben. Dabei handelt es sich um Falllösungen, die Sie im Gutachtenstil verfassen sollen und in denen es vor allen Dingen um eine gute Schwerpunktsetzung geht. Ihre Aufgabe ist diejenige eines Richters. Sie müssen einen Fall einer vertretbaren Lösung zuführen. Demgegenüber handelt es sich bei Seminararbeiten um Themenarbeiten. Von Ihnen wird daher eine These und deren Diskussion erwartet. Der Schwerpunkt der Bewertung liegt dabei nicht in der Schwerpunktsetzung, die hier Ihnen selbst überlassen ist, sondern in der Struktur und in der Auswertung des vorhandenen Materials. Sie handeln dabei also nicht als Richter, sondern als Wissenschaftler und diagnostizieren ein spezifisches Problem. Viele Teilnehmer denken, eine Seminararbeit sei nur eine lehrbuchartige oder kommentarhafte Zusammenfassung. Das ist nicht die Erwartungshaltung. Ihr Ziel ist es, eigene Überlegungen zu einem bekannten Problem zu präsentieren. Das bringt uns zu der Frage, was eigentlich diese These ist, die Sie in der Arbeit aufstellen sollen. Nun, eine These kann zunächst einmal eine Theorie sein, eine schlichte Behauptung, die mit Argumenten belegt oder widerlegt wird. Zum Beispiel die Aussage, dass es keine abhandengekommenen Willenserklärungen gibt, sondern alle Fälle über das fehlende Erklärungsbewusstsein zu lösen sind. Dies ist eine terminologisch-strukturelle Frage, die man durchaus in eine oder andere Richtung auslegen kann. Es kann sich aber auch um eine Analogie handeln, das heißt die Übertragung eines Regelwerks auf einen anderen Sachverhalt, zum Beispiel die Anwendung von Verbraucherwiderrufsrechten auf Unternehmensgründer. Dabei können Sie auch wieder ökonomische, soziale oder auch systematische Erwägungen anführen. Spiegelbildlich ist aber auch die teleologische Reduktion von Regelungen in Betracht zu ziehen. Zum Beispiel für die Fälle des Scheinunternehmers, wenn ein Verbraucher als Unternehmer auftritt, ist von Ihnen zu beantworten, ob er schutzwürdig ist oder nicht. Sie können auch zwei Fragen miteinander verknüpfen, die auf den ersten Blick nicht miteinander zu tun haben, indem Sie etwa feststellen, dass die Facebook-AGB das Grundgesetz des Internets sind, also insoweit Verfassungsrang für die Mitglieder der Plattform entfalten und deren Regeln untereinander vorgeben. Sie können aber auch bestimmte Aspekte ganz neu herleiten, das heißt neue Begründungsansätze für bestehende Regelungen finden. Das wird im Normalfall eine ökonomische oder historische Herleitung sein. Es sind aber auch sehr abstrakte Herleitungen denkbar, etwa wenn Sie behaupten, der Schutz von Minderjährigen beruhe auf den 10 Geboten. Gut, nun ist es so, diese Thesen fallen nicht vom Himmel. Wo bekommen Sie sie also her? Der einfachste Schritt ist, Sie lesen. Und in vielen Büchern werden Sie über Fragen stolpern, die der Autor nicht beantwortet, und das bildet eine gute Grundlage für Ihre eigene These. Das ist insbesondere leicht bei größeren Kommentaren und umfangreicheren Lehrbüchern, die Probleme wirklich im Detail erörtern. Ein anderer Schritt ist ganz einfach nachzudenken. Wenn Sie das Gesetz lesen oder sich Fälle überlegen, mögen Sie auf Probleme stoßen, die Sie selber für sich beantworten wollen. Sie können dann Zusammenhänge suchen zwischen bekannten Aspekten und gucken, ob bestimmte Aspekte vielleicht nicht geregelt sind. Sie können aber auch einfach mit anderen Menschen reden. Das müssen nicht unbedingt Juristen sein, es können auch Nicht-Juristen sein, und dabei können Sie auf Ideen kommen, welche Fragen möglicherweise problematisch sind und zu welchen es sich lohnt, etwas mehr zu schreiben. Haben Sie erst einmal eine These, können Sie endlich an das Erstellen der Arbeit gehen. Wie viel Zeit Sie da investieren, hängt natürlich von Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen ab. Ein Erfahrungssatz sagt, dass Sie mit 20 Tagen durchaus hinkommen sollten, wenn Sie jeden Tag Vollzeit an der Arbeit arbeiten.
Viel weniger zu investieren wäre fahrlässig. Mehr zu investieren bringt aber regelmäßig keinen großen Erfolg, sodass Sie die Wochenenden durchaus als Freizeit nutzen dürfen. Sie können es auch quartal rechnen. Sie haben ungefähr einen Tag pro echter Textseite Gutachten. Das heißt, Sie haben genug Zeit. Wie teilen Sie sich diese Zeit sinnvoll ein? Nun ja, zunächst einmal sollten Sie die Literaturrecherche durchführen. Das Ergebnis der Literaturrecherche ist, dass sich schlicht eine Liste der für Sie relevanten Aufsätze, Kommentare und Ähnliches zusammenstellen. In der zweiten Phase überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Arbeit dann gliedern werden. Das Ergebnis ist logischerweise eine grobe Gliederung, die natürlich noch nicht endgültig verbindlich ist, aber Ihnen schon mal einen Fahrplan vorgibt, an dem Sie sich orientieren können. Dann gehen Sie ans Ausformulieren. Dabei kann es durchaus passieren, dass Sie feststellen, dass einzelne Aspekte zu lang werden und Sie daher Sachen kürzen müssen und ganze Gliederungspunkte wegfallen. Es kann aber auch sein, dass Sie einzelne Punkte doch noch genauer untergliedern müssen, weil dort zu viel auftauchen würde. Das Ergebnis davon ist etwas, was man bei einer größeren Arbeit als Exposé bezeichnen würde oder was wir hier auch einfach als Vorentwurf bezeichnen können. Von diesem kurzen Exposé, was üblicherweise eben nicht 20 Seiten hat oder 30, sondern vielleicht 5 oder 6, gehen Sie dann weiter und vertiefen den Inhalt. Entweder indem Sie einzelne Fragen noch näher ausbauen oder indem Sie bestimmte Aspekte, die Sie bisher nur stichwortartig aufgeführt haben, ausformulieren. Das Ergebnis davon ist dann ein richtiger Entwurf und dieser richtige Entwurf ähnelt schon sehr der fertigen Arbeit. Damit ist Ihre Aufgabe aber noch nicht ganz erledigt, denn Sie müssen den Entwurf jetzt kürzen und etwaige Fehler korrigieren. Erst dann haben Sie die fertige Arbeit und die können Sie dann auch abgeben. Das heißt, das Ganze gliedert sich in drei Phasen: eine Vorbereitungsphase, eine Schreibphase und letztendlich eine Abschlussphase. Ihre Zeit sollten Sie auf diese drei Phasen wie folgt einteilen. Ungefähr 3/8 der Zeit sollten in die Vorbereitung fließen. 4/8, also etwa die Hälfte, sollten Sie dann auf das Schreiben und Ausformulieren verwenden. Und schließlich sollten Sie noch 1/8 der Zeit freihalten für die Abschlusskorrekturen, insbesondere Korrekturlesen und Fehlerverbesserungen. Zur Vorbereitungsphase kann ich Ihnen nur sagen, Sie sollten unbedingt mit dem Heraussuchen von Literatur beginnen und dann baumförmig weiter recherchieren. Baumförmig meint, Sie fangen mit dem ersten Werk an und schauen dann die erste Quelle und schauen dann die Sachen, auf die diese erste Quelle weiter verweist, nach. Das könnten Sie theoretisch lawinenartig weiter betreiben, aber irgendwo müssen Sie aus Zeitgründen schon einen Schlussstrich ziehen, nämlich dann, wenn Sie das Gefühl haben, dass jetzt wirklich alle wesentlichen Fragen geklärt sind. Parallel sollten Sie aber auch ein Brainstorming betreiben und einfach alle Ideen, die Ihnen spontan einfallen, unabhängig von Literatur schon mal aufschreiben, um diesen weiter nachzugehen und möglicherweise die entsprechenden Schlagworte online zu recherchieren. In dieser ersten Phase sollten Sie keine Angst vor Irrwegen haben, denn Sie haben noch genug Zeit und können daher auch mögliche Sachen, die Sie rausfinden, gar nicht verwerten. Es kann also passieren, dass viele Inhalte, die Sie mühsam recherchiert haben, gar keine Verwendung in der endgültigen Arbeit finden. Sie sollten auch keine Angst vor der schlichten Menge an Literatur haben, denn Sie werden nicht jedes Werk komplett berücksichtigen können, aber Sie sollten zumindest schauen, ob eine Sache für Sie besonders relevant ist. Das heißt, die schlichte Überlegung, es sei viel, ist kein hinreichendes Argument, eine Sache sich nicht einmal anzugucken. Wichtig ist auch, dass Sie hier bereits ordentlich arbeiten, denn wenn Sie hier nicht systematisch arbeiten, haben Sie hinterher erhebliche Zeitprobleme. Sie sollten schon in der ersten Phase Ihre Ideen sauber strukturieren. Dazu gehört es, dass Sie sich Schlagworte und Fragen notieren und diese in eine Stufenstruktur bringen, das heißt in eine Hierarchie. Sie können dabei auch schon erste Überschriften bilden, die Sie dann in der Schreibphase später verfeinern.
Für viele hat es sich auch bewährt, bestimmte Sachen farblich zu kodieren, das heißt besonders wichtige Sachen mit Rot anzustreichen und unwichtige Sachen nur mit einem dünneren Stift, vielleicht auch mit einem Bleistift zu notieren. Das ist aber weitgehend Ihnen überlassen. Sie können etwa auch Mindmaps benutzen oder auch viele gelbe Klebezettel in Fotokopien. Das eigentliche Schreiben ist Gegenstand eines eigenen Videos, der zweiten Folge unseres Kurses. Ich will hier nur sagen, wenn Sie eine Orientierung haben wollen, schauen Sie sich einmal größere Aufsätze an. Die sind oft zwar nicht schön geschrieben, aber sie zeigen genau das, was von einer Seminararbeit erwartet wird, eine These, deren Begründung und umfangreiche Belege. Keine guten Beispiele sind hingegen Wikipedia-Artikel, weil diese einerseits nur beschreibend sind und andererseits weitgehend auf Nachweise verzichten. Auch das Abrufen von Arbeiten von Hausarbeiten.de sollten Sie nicht unbedingt in Erwägung ziehen, denn dabei haben Sie oft keinen Einblick über das Semester desjenigen, der die Arbeit geschrieben hat, über die Erwartungshaltung des Dozenten oder auch darüber, wie alt die Arbeit ist. Insoweit sind das oft keine qualitativ hochwertigen Arbeiten, selbst wenn sie vielleicht mit einer guten Note bewertet worden sind oder genau ihr Thema behandeln. Was sollten Sie vor der Abgabe tun? Die Antwort ist ganz einfach. Sie müssen zunächst einmal Ihren Text optimieren. Das besteht darin, dass Sie alle Doppelungen aus dem Text herausstreichen, mögliche lange Sätze, die schwer zu lesen sind, aufspalten in zwei Hauptsätze und vor allen Dingen prüfen, ob Sie alle Aussagen, die Sie von jemand anderem übernommen haben, auch durch eine Fußnote belegt haben und ob Ihre Arbeit insoweit den wissenschaftlichen Anforderungen genügt. Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass Sie den Text Korrektur lesen. Korrektur lesen auf Rechtschreibfehler, auf Grammatikfehler, auf logische Brüche und auf Unstimmigkeiten. Ich habe schon viele Seminararbeiten erlebt, wo auf jeder Seite zwei oder drei Tippfehler waren. Das muss nicht sein. Sie sollten sich auch nicht blind auf die Rechtschreibprüfung Ihrer Textverarbeitung verlassen, denn diese kennt viele juristische Ausdrücke nicht und hat daher große Schwierigkeiten damit zu verstehen, was Sie eigentlich meinen. Das reicht aber nicht, dass Sie die Fehler entdeckt haben. Sie sollten sie natürlich auch in der Endfassung korrigieren. Leere Fußnoten, wo kein Nachweis drin steht, oder handschriftliche Ankritzeleien kommen beim Korrektor nicht gut an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in der zweiten Folge. Herzlich willkommen zu unserem Kurs »Wie schreibe ich eine juristische Seminararbeit?« Mein Name ist Michael Börskens und in dieser zweiten Folge behandeln wir Literaturauswertung und Recherche mit der ersten Frage. Woher bekommen Sie Ihre Informationen? Nun, der klassische Ausgangspunkt ist die Recherche in einem Kommentar, bis Sie Ihr konkretes Problem gefunden haben und dann dort die Nachverfolgung der in den Fußnoten genannten Nachweise. Im 21. Jahrhundert bietet sich aber eine andere Methode an. Sie sollten einfach in einer juristischen Online-Datenbank Ihre konkrete Problematik als Suchanfrage eingeben und sich dann die Ergebnisse sinnvoll filtern, um herauszufinden, welche Informationen für Sie relevant sind. Das könnten Sie theoretisch wohl von zu Hause aus, praktisch gibt es dafür aber ein Seminar im Juridikum. Dort finden Sie nicht nur zahlreiche Bücher, Sie können sich vor allen Dingen an den dortigen Tischen mit Ihrem Laptop in das WLAN der Universität anmelden und alle lizenzierten Datenbanken der Uni nutzen. Die zentralen juristischen Datenbanken, Beck Online und Juris, sind für Sie leider nicht vor den Heimzugang freigeschaltet, sodass Sie diese Datenbanken von zu Hause aus nicht erreichen können. Im Juridikum können Sie die Datenbanken hingegen auf Ihrem eigenen Laptop abrufen und daher problemlos recherchieren. Welche wichtigen Hilfsmittel meine ich hier mit Online-Datenbanken? Nun, Beck Online, wo Sie im Wesentlichen Zugriff haben auf alle Zeitschriften des Beck Verlages.
Darüber hinaus auf gewisse Kommentare, namentlich den Münchner Kommentar zum BGB und den Beck-Online-Kommentar zum BGB, andere Kommentare wie etwa den Staudinger oder den Ehrmann erreichen Sie nur, wenn Sie sich nach Köln begeben und sich dort bei Juris anmelden. Juris hat in Bonn nur eine begrenzte Anwendung. Sie finden dort vor allen Dingen Literaturnachweise. Juris erfasst Aufsätze aus Zeitschriften und erstellt Abstracts dazu, das heißt Kurzzusammenfassung. Den Volltext des Beitrages müssten Sie sich dann im Seminar auf Papier heraussuchen. Trotzdem ist das eine große Hilfe, denn Sie wissen dann, in welcher Zeitschrift auf welcher Seite Sie nachsehen müssen. Darüber hinaus bietet Juris aber vor allen Dingen auch Rechtsprechung. Sie finden dort also Entscheidungen von Gerichten aller Instanzen zu allen wesentlichen Fragen. Der wesentliche Trick bei der Bedienung von Beck Online und Juris ist, dass Sie einen Blick auf die linke Spalte haben, denn dort können Sie nach Kategorien filtern. Bei Beck Online, nachdem Sie eine Suchanfrage eingegeben haben, können Sie dort klicken, etwa auf Rechtsprechung, und Sie kriegen nur noch Rechtsprechungsdokumente angezeigt. Sie können klicken auf Zeitschriften, kriegen nur noch Aufsätze, oder Kommentare, kriegen Sie nur noch Kommentare. Die gleiche Bedienung haben Sie auch bei Juris. Sie sehen hier die linke Spalte. Darüber hinaus haben wir eine allgemeine Möglichkeit zur Literaturrecherche über den Katalog Bonus. Da können Sie beliebige Titel oder Themen eingeben und es wird dann im Titel der Bücher nach den jeweiligen Aufsätzen gesucht. Es gibt noch weitere Online-Datenbanken, in denen Sie nach Aufsätzen suchen können. Dazu gehört etwa die Datenbank Kuselit, in der Sie in allen Fachzeitschriften im Titel des jeweiligen Beitrags suchen können, leider nicht im Volltext. Diese Datenbank ist in Bonn aber nicht lizenziert, sodass Sie auch dafür nach Köln fahren müssten. In Köln haben Sie ohnehin Zugriff auf die Beck'sche E-Bibliothek, wo Sie auch Lehrbücher finden, und auf Jurion, wo Sie einige Praxishandbücher und Kommentare finden, die es weder bei Beck Online noch bei Juris gibt. Insoweit lohnt es sich, dass Sie auch einmal in den Regionalexpress bzw. in den MRB steigen und bei Köln Süd aussteigen, denn Ihr WLAN-Kennwort für Bonn ist eine sogenannte EduRoam-Kennung, die auch im Kölner Seminar funktioniert, sodass Sie auch die dortigen Datenbanken uneingeschränkt nutzen können. Das gilt natürlich auch für die Bibliotheken in Düsseldorf oder Bochum, je nachdem, wo Sie hinwollen. Ich habe auf meiner Lehrstuhlseite einige wichtige Zeitschriften und Datenbanken erwähnt und dort notiert, wo Sie diese finden können. Im Rahmen der Recherche müssen Sie zwei Schritte unterscheiden. Zunächst das Finden der Quelle, das heißt, wo etwas zu Ihrem Thema steht. Das können Sie in der Tat mit den genannten Juris Abstracts oder auch mit der Leitsatzkartei des Beck Verlages machen. Die eine finden Sie in Juris, die andere in Beck Online. Sie merken das, dass der Aufsatz nicht abrufbar ist, weil dann nur ein ganz kurzer ein Absatz oder zwei Absatz umfassender Text erscheint. Hinzu kommt die Datenbank Kuselit, die wir in Bonn nicht haben, die aber an allen umliegenden Universitäten abrufbar ist, sodass hier die Möglichkeit besteht, dass Sie dort recherchieren. Sie können darüber hinaus versuchen, den Volltext der Quelle online abzurufen. Im Idealfall ist das möglich, zum Beispiel auch bei ACP-Beiträgen oder Beiträgen aus JZ und JR, weil dafür eine große bundesweite Förderung der DFG vorlag. Darüber hinaus kriegen Sie auch zum Beispiel die Entscheidung des Reichsgerichts, ohne dass Sie Ihren Schreibtisch verlassen müssen, offen über den VPN-Client. Nachdem wir jetzt wissen, wo Sie Ihre Quellen herkommen, möchte ich noch eine Warnung aussprechen. Es gibt bestimmte Sachen, die Sie lieber nicht im Literaturverzeichnis aufnehmen sollten. Dazu gehört zunächst einmal Rechtsprechung. Selbstverständlich sollten Sie Rechtsprechung recherchieren
Und Sie sollten im Idealfall auch die amtliche Sammlung, das heißt BGHZ, und nicht die NJW-Fassung zitieren. Trotzdem kommt die Entscheidungsfundstelle nicht in das Literaturverzeichnis, sondern nur in die Fußnote. Das ist nichts anderes als bei einer normalen Übungshausarbeit. Auch Fallsammlungen sind nicht zitierfähig. Selbst wenn sie nicht wie hier von Hemmer sind, sondern von einem renommierten Verlag, dürfen Sie diese nicht in Ihrer Fußnote erwähnen. Dasselbe gilt auch für Klausurlösungen, die in Zeitschriften veröffentlicht sind. Diese sind zwar in einer Zeitschrift, sie stellen aber keinen Aufsatz dar und sind daher grundsätzlich nicht zitierfähig. Schließlich dürfen Sie, auch wie in einer Hausarbeit, Ihre Skripten von Altmann, Hemmer oder wem auch immer nicht zitieren. Lehrbücher sind selbstverständlich zitierfähig, Skripten hingegen nicht. Da Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, sollten Sie sich auch vorrangig an wissenschaftlicher Literatur orientieren, das heißt insbesondere nicht an den Praxiswerken wie Handbüchern und Kommentaren, sondern wenn möglich primär an Wissenschaftler gerichteten Veröffentlichungen. Das sind insbesondere Festschriftbeiträge, es sind Dissertationen und Habilitationen, das heißt wissenschaftliche Qualifikationsschriften, und es sind Beiträge in Archivzeitschriften wie ACP, ZHR oder im Strafrecht GA. Wenn Sie solche Beiträge finden, sollten Sie diese unbedingt auswerten. Eine Arbeit, die allein auf den Paarland gestützt ist, hat wissenschaftlich eher einen zweifelhaften Wert. Da es eine wissenschaftliche Arbeit ist und eben nicht eine Falllösung, bietet es sich aber auch an, fremdsprachige Literatur zu berücksichtigen oder auch fachfremde Literatur, etwa soziologische oder ökonomische. Denn Sie können hier Aspekte einbeziehen, die eben nicht für den Richter in der Fallentscheidung, aber für den Wissenschaftler oder den Gesetzgeber bei der Gestaltung des Rechts relevant sein könnten. Anders als bei einer Hausarbeit haben auch die Gesetzesmaterialien hier einen starken indiziellen Wert. Sie können diese diskutieren, wie jede wissenschaftliche Veröffentlichung oder auch eine Rechtsprechungsmeinung. Sie sollten also auch hier versuchen, stark das historische Element zu betonen. Gesetzesmaterialien bezieht sich hier nicht nur auf die aktuelle Fassung, sondern auch auf frühere Fassungen des relevanten Gesetzes. Sie können also hier auch Altquellen berücksichtigen. Rechtsprechung ist auf jeden Fall zu berücksichtigen, insbesondere die höchstrichterliche, weil diese oft auch sehr wissenschaftliche Begründungen hat, insoweit als sie sich mit den Literaturargumenten auseinandersetzt. Entscheidungen der Amtsgerichte haben dagegen oft eher einen geringeren Überzeugungswert, sie können allenfalls indizielle Wirkung haben. Anders als bei einer normalen Hausarbeit sind Sie an das Gesetz nicht gebunden, sodass Sie auch rechtsvergleichend Entscheidungen ausländischer Gerichte berücksichtigen können. Sie sollten auf jeden Fall vermeiden, Pauschalierungen, etwa die Aussage, die Rechtsprechung würde etwas so und so sehen oder der BGH würde eine Frage in einer bestimmten Art entscheiden. Sie sollten hier vielmehr genau gucken, wer die Frage zu welcher Zeit entschieden hat und daraus dann Ihre Schlüsse ziehen. Ich werde oft gefragt, wie viel Quellen sollte man denn nun zitieren? Und die Idee ist, Sie sollten alle BGB-Kommentare zitieren, die Sie finden können. Die Großkommentare dabei natürlich mehr als Kurzkommentare, also ein Münchner Kommentar sticht auf jeden Fall einen Paarland und ein Staudinger übertrifft auch immer einen Münchner Kommentar. Sie können vor allen Dingen hier auch nicht praxisorientierte Kommentare berücksichtigen, etwa den historisch-kritischen Kommentar zum BGB, und Sie können hier auch sehr weit ausholen, nämlich auch Kommentare zur alten Rechtslage. Wenn Sie weniger als drei Kommentare in Ihrem Literaturverzeichnis haben, sollten Sie noch einmal schauen, ob Sie nicht doch irgendwie einen weiteren auftreiben könnten. Sie sollten auch versuchen, größere Lehrbücher, das große Lehrbuch, was früher sehr populär war, heute aber an Bedeutung verloren hat, zu berücksichtigen. Das ist zum Beispiel das Buch von Medicus zum BGB AT oder die Werke von Flume oder das Werk von Wolf Neuner, also jetzt
von, also früher Wolf, jetzt Neuner, und auch Larens Canaris. Solche Werke sollten Sie vorrangig berücksichtigen, denn hier ist eben eine wissenschaftliche Leistung erwartet und keine praxisnahe Falllösung. Sie sollten auch versuchen, Aufsatzliteratur zu berücksichtigen, und zwar idealerweise mindestens vier. Vier ist aber eine Untergrenze. Natürlich können Sie auch 10 oder 20 zitieren. Sie sollten allerdings vermeiden, einen Aufsatz nur einmal zu zitieren und ins Literaturverzeichnis reinzuschreiben, weil wenn ein Aufsatz wirklich nur an einer Stelle bei einer kurzen zehnseitigen Arbeit relevant ist, dann hätten Sie ihn auch gleich weglassen können. Sie sollten also versuchen, auch relevante einschlägige Aufsätze zu finden. Und schließlich wissenschaftliche Publikationen, habe ich Ihnen eben bereits gesagt, Festschriftenbeiträge, Dissertationen und Habilitationen, davon wäre es gut, wenn Sie mindestens drei berücksichtigen würden. Eine ganz allgemeine Frage ist, wie Sie Ihre Literaturrecherche organisieren. Und üblicherweise geht man da baumstrukturmäßig vor. Sie fangen also an mit einer Quelle und gucken sich die Verweise an, auf die diese Quelle verweist. Dann verweisen diese wiederum auf weitere und so gelangen Sie immer weiter hinein. Ab einem gewissen Punkt ist es aber sehr wahrscheinlich, dass diese Verweise wieder zurückverweisen auf etwas, das Sie eh schon gelesen haben. Dann haben Sie diese Frage erschöpfend recherchiert, denn Sie haben alle Quellen gefunden, die aus Ihrer Originalquelle auffindbar waren. Wenn Sie noch weitere Quellen bei der ersten Recherche gefunden haben, können Sie das Ganze dann für diese wiederholen. Mit der ersten Recherche meine ich hier die Suchanfrage in einer Online-Datenbank. Wenn nicht, können Sie davon ausgehen, dass Sie das Thema hinreichend recherchiert haben. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist: Wie soll ich das denn alles schaffen? Ich habe hier eine Dissertation zu meinem Thema, die hat 500 Seiten, soll ich die etwa komplett lesen? Nein, natürlich nicht. Es reicht kursorisches Lesen, das heißt, es reicht, dass Sie das Ganze grob überfliegen. Allerdings, wenn einzelne kurze Beiträge zitiert sind oder wenn einzelne Kapitel oder Abschnitte sich genau mit Ihrem Thema befassen, sollten Sie diesen Teil wirklich im Detail lesen. Alles andere können Sie überfliegen. Eine große Falle ist es, dass viele Teilnehmer meinen, es ginge rein um Masse und daher versuchen, einfach die Fußnoten zu kopieren oder einfach eine Quelle als Nachweis für fünf Ansichten zu verwenden. Sie dürfen, ähnlich wie im Zivilprozess, nicht Hörensagen einbringen. Es gilt der Unmittelbarkeitsgrundsatz. Finden Sie denjenigen, der die Originalaussage getätigt hat, und zitieren Sie diesen, nicht die fünf anderen Leute, die auf ihn verweisen, und auch nicht die fünf Leute, auf die jemand verweist, ohne diese Quellen nachgeschlagen zu haben. Sie sollten Ihre Ideen vernünftig sortieren, entweder indem Sie diese scannen bzw. abfotografieren und als PDF-Dateien abspeichern, oder indem Sie zumindest eine Tabelle machen, in der Sie Schlagworte vergeben und Seitenzahlen, Randnummern eintragen, in denen diese Schlagworte behandelt werden. Das im Kopf zu halten, ist eine fast untragbare Aufgabe. Wenn Sie sich dagegen vernünftige Notizen machen, können Sie schnell hinterher die einschlägigen Quellen wiederfinden. In jedem Fall sollten Sie Copy und Paste vermeiden, denn es gilt auch hier der Grundsatz, dass Sie selbstverständlich keine Plagiate begehen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens und ich freue mich, dass Sie am dritten Teil unseres Kurses zum Schreiben einer juristlichen Seminararbeit teilnehmen. Diesmal behandeln wir die Organisation, wie Sie Ihre Arbeit sinnvoll gliedern. Grundsätzlich besteht eine juristliche Seminararbeit aus drei Teilen. Zunächst haben Sie eine Einleitung, in der der Hintergrund Ihrer Bearbeitung und die These kurz dargestellt wird. Dann folgt ein Hauptteil, in der die Argumente für und gegen Ihre These dargestellt werden, etwaige Alternativlösungen und Anwendungsbeispiele erörtert werden. Üblicherweise haben die Anwendungsbeispiele dabei entweder einen konkreten eigenen Gliederungspunkt am Ende oder sie sind jeweils unter den einzelnen Problemaspekten mit integriert. Die Arbeit endet schließlich mit einem Fazit, in dem Sie Ihre These bestätigen
oder widerlegen. Der Umfang der einzelnen Teile ist ungefähr so, dass die Einleitung 2/8 des Textes ausmacht, der Hauptteil 5/8 und das Fazit nur 1/8. Viele Arbeiten werden schnell kopflastig in der Hinsicht, dass ganz allgemeine Erklärungen, was ist eine Aktiengesellschaft, was ist ein Konzern, was ist eine Willenserklärung, abstrakt generell im ersten Teil abgehandelt werden. Das können Sie sich im Regelfall sparen und hierzu in einer Fußnote auf die einschlägige Literatur verweisen. Der Schwerpunkt der Bewertung liegt auf jeden Fall im Hauptteil. Ausgangspunkt sind, wie gesagt, Ihre These oder Thesen. Sie sollten auf keinen Fall zu viele Thesen aufstellen, denn anders als bei einer Dissertation ist der Umfang einer Seminararbeit im Regelfall eng begrenzt. Die Thesen sind der Rahmen, aus denen sich die Einleitung und das Fazit speisen, aber auch die Gliederung des Hauptteils. Das heißt, die Thesen sind der Ausgangspunkt aller Formulierungen in Ihrer Arbeit. Sie können die Gliederung etwas strukturieren, indem Sie der Regel folgen, dass Sie maximal 3 Punkte auf jeder Gliederungsebene machen. Das heißt, Sie sollten immer vermeiden, dass Sie 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Punkte auf derselben Ebene machen, sondern versuchen Sie dann lieber, die Punkte eine Ebene tiefer zu schieben und dadurch eine strukturierte Hierarchie zu schaffen. In der Gliederungstiefe gilt die Faustregel, dass Sie auf jeder Seite ungefähr eine Überschrift haben sollten. Theoretisch könnte man natürlich auch mehr oder weniger Überschriften machen, aber eine pro Seite ist ein guter Anhaltspunkt, damit nicht endlose Fließtextblöcke den Leser erschöpfen. Die allgemeine Regel ist, dass der Leser Ihren Gedankengang anhand der Gliederung nachvollziehen können soll, auch wenn er den Text nur kurz überfliegt. Die Überschriften müssen dazu kurz und prägnant sein. Sie sollten also nicht ganze Sätze als Überschrift nehmen und Sie sollten auch nicht etwa die Überschriften als Fragen formulieren. Versuchen Sie vielmehr in einem Schlagwort den darauf folgenden Text zu umschreiben. In sprachlicher Hinsicht sind die Anforderungen einer Seminararbeit kaum anders als bei einer normalen Übungshausarbeit. Allerdings dürfen Sie nicht dem Gutachtenstil folgen, denn der Gutachtenstil ist üblicherweise dazu gedacht, Fälle zu lösen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie zwingend den Urteilsstil oder einen freien Schreibstil ohne Konsequenz verwenden sollen. Sie sind nur nicht in den engen Rahmen dieser Schlussfolgerungsstruktur gepresst. Sie sind auch nicht gezwungen, hier möglichst lang und umständlich zu schreiben. Auch wenn viele juristische Texte es nahelegen mögen, Ihre Aufgabe ist es nicht, den Leser zu verwirren, sondern Ihre These zu belegen oder entsprechend argumentativ sich mit anderen Ansichten auseinanderzusetzen. Auseinandersetzung bedeutet aber auch, dass Sie sich nicht darauf beschränken sollten, fremde Inhalte zusammenzufassen, so eine Art Nacherzählung oder Inhaltsangabe, sondern Sie sollen das Ganze kritisch hinterfragen und Ihre Eigenansichten unterbringen. Seminararbeiten sind aber auch keine Besprechungen einzelner Aufsätze oder Analysen, wie diese Aufsätze sich zu anderen Sachen verhalten, sondern es steht Ihre eigene Überlegung im Vordergrund. Eine Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie logische Strukturen erkennen lässt. Das bedeutet, man kann von vorne bis hinten lesen und wird an einem roten Faden entlang geführt. Es sollen also nicht spontane Ideen blockweise präsentiert werden, sondern es soll von Anfang an klar sein, was das Ziel ist. Das Ganze muss sprachlich verständlich sein und idealerweise durch kleine Beispiele illustriert. Beispiele etwa in Form von Fällen, die entweder aus echten Entscheidungen stammen oder von ihnen fiktiv konstruiert wurden. Auf keinen Fall sollte es Ihnen passieren, dass Plagiate, logische Fehler oder sogar sprachliche Mängel auftauchen. Das führt zu einer sehr, sehr schlechten Bewertung der Arbeit und irritiert den Leser in großem Ausmaß. Plagiate sind dabei der schlimmste Fall, denn Plagiate können sogar Urheberrechtsverletzungen sein
und daher strafbar. Plagiate im wissenschaftlichen Sinne liegen immer dann vor, wenn sie sich fremde Ideen anmaßen, unabhängig davon, ob diese Ideen urheberrechtlich geschützt sind und unabhängig davon, ob sie möglicherweise urheberrechtlich sich in einer Schranke bewegen. Stattdessen geht es einfach darum, dass sie fremde Ideen als eigene ausgeben, selbst dann, wenn sie diese umformulieren, übersetzen oder anders gestalten. Es geht also nicht nur um Copy und Paste, sondern es geht auch um den inhaltlichen Diebstahl, den natürlich Computersoftware sehr viel schlechter erkennt als ein menschlicher Korrektor. Erforderlich sind darüber hinaus echte Quellenangaben, das heißt, Sie müssen sagen, wo diese Aussage herkommt, und zwar in Form einer Primärquelle, das heißt einer Person, die wirklich diese Aussage tätigt. Nicht einer Person, die nur auf eine andere verweist, die angeblich diese Aussage getätigt haben soll. Dadurch belegen Sie, dass Sie ordentlich recherchiert haben und wissenschaftlich gearbeitet haben. Wenn Sie dagegen nur Blindzitate haben, fehlt es daran. In sprachlicher Hinsicht sollten Sie zudem vermeiden, übermäßige Stilmittel, das heißt Metaphern, Übertreibungen und Ähnliches. Sie sollten aber auch nicht einfach nur den Gesetzeswortlaut oder den Wortlaut einzelner Leitsätze aus obergerichtlichen Entscheidungen abschreiben. Das, können Sie unterstellen, wird der Leser durchaus selber machen können. Sie können sich also darauf verlassen, wenn Sie ein Gesetz zitieren oder auf eine bekannte BGH-Entscheidung verweisen, dass der Leser diese kennt oder zumindest nachschlägt. Sie müssen auch nicht seitenlang damit verbringen, Bekannte zu wiederholen, etwa wenn Sie erklären, was eine Willenserklärung ist. Und vor allen Dingen sollten Sie es vermeiden, Ausführungen zu machen, die für Ihre These ohne Belang sind, die also keine Erfolgsrelevanz haben. Ein letzter Punkt, der immer wieder gefragt wird, sind Formalia. Formalia beziehen sich zunächst mal auf die Struktur der Arbeit mit Literaturverzeichnis und Gliederung. Zu diesem Zweck habe ich Ihnen eine Word-Vorlage bereitgestellt, sodass da keine Probleme auftreten sollten. Inhaltlich müssen Sie sich hingegen auseinandersetzen mit der Frage, wann setzen die Fußnoten und wie werden diese gestaltet. Fußnoten haben eine Belegfunktion, das heißt, sie zeigen, dass eine bestimmte Information ursprünglich von einer anderen Quelle stammt. Sie haben aber auch eine Verweisfunktion, das bedeutet, dass Sie das, was in der Fußnote steht, nicht noch einmal wiederholen müssen, sondern Sie können den Leser darauf verweisen, das an der Originalquelle nachzulesen. Wichtig, die Fußnote müssen Sie nicht nur dann setzen, wenn Sie die Information da original herbekommen haben, sondern auch dann, wenn sich, nachdem Sie eine Sache aufgeschrieben haben, herausstellt, dass jemand anderes die gleiche These bereits hatte. Der Grund dafür ist, dass es sonst für den Leser nicht erkennbar ist, dass es schon frühere Quellen dafür gab und daher der Verdacht eines Plagiats naheliegt. Eine pragmatische Frage ist, wie viele Fußnoten man machen sollte. Und eine Grundregel ist, dass man bei 25 Seiten ungefähr 100 Fußnoten erreichen sollte. Das bedeutet nicht etwa auf jeder Seite 4 Fußnoten, sondern es kann durchaus sein, dass es einzelne Seiten ohne Fußnote gibt, während auf anderen dann 8 zu finden sind. Selbstverständlich dürfen Sie auch Arbeiten schreiben mit 20 Fußnoten, 40 Fußnoten oder 50 Fußnoten, insbesondere wenn es zu einem Thema keinerlei vergleichbare Literatur gibt. Generell sollte es aber zu jedem Thema zumindest Originalquellen oder zumindest vergleichbare Sachverhalte geben, sodass diese Zahl durchaus realistisch ist. In den einzelnen Fußnoten sollten Sie in jedem Fall Hörensagen vermeiden, das heißt keine Blindzitate und vor allen Dingen auch keine Zitate von Leuten, die ihrerseits nur die fremde Ansicht wiedergeben. Wenn möglich, sollten Sie in einer Fußnote auch mehr als eine Quelle angeben. Wenn Sie also davon ausgehen, eine Aussage sei allgemeine Ansicht oder herrschende Meinung, sollten Sie zumindest 2 Quellen benennen. Viele verwenden das Wort Vergleiche zur Einleitung jeder Fußnote. Das ist nicht erforderlich. Zwar habe ich Ihnen eben erklärt, dass es die Verweisfunktion
und die Nachweisfunktion der Fußnote gibt. Im Normalfall wird der Leser aber erkennen können, was Sie meinen, sodass Sie das Vergleiche auch direkt weglassen können. Sie können in Fußnoten auch erklärenden Text schreiben, etwa wenn Sie sagen, dass die Ansicht eines Autors falsch sei, weil XY. Derartige Ausführungen sollten Sie aber eher im eigentlichen Text unterbringen und in den Fußnoten stattdessen reine Nachweise erfassen. Den Grund dafür kennen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung. Der Leser will primär den Text lesen und wenn er ständig in der Fußnote nachsehen muss, ob dort etwas Ergänzendes steht, kommt er nicht dazu, Ihren Text als Gesamtwerk zu genießen. Es fehlt dann der logische Fluss, was wiederum zu einer negativen Einschätzung führt. Oft werde ich auch gefragt, welche weiteren Formalia einzuhalten sind. Zunächst einmal brauchen Sie im Normalfall bei juristlichen Arbeiten kein Abkürzungsverzeichnis. Es reicht völlig, wenn Sie hierzu auf das einschlägige Werk von Kirchner verweisen. Das ist 2015 gerade wieder neu erschienen. Dort stehen alle relevanten Abkürzungen drin. Ein Abkürzungsverzeichnis birgt nämlich die Gefahr, dass Sie mögliche Abkürzungen vergessen, sodass es lückenhaft wirkt, oder dass Sie überflüssige Abkürzungen aufführen, die wiederum zu Irritationen führen. In der Praxis kann der Leser im Zweifel Ihren Abkürzungen folgen. Wenn Sie absurde Abkürzungen verwenden wollen, sollten Sie sich überlegen, ob Sie nicht lieber die Worte ausschreiben. Ein Rechtsprechungsverzeichnis ist ebenfalls nicht erforderlich. Das Literaturverzeichnis weist nur menschliche Autoren aus, nicht staatliche Gerichte und daher sind weder Rechtsprechungsentscheidungen noch Sekundärquellen wie etwa Materialien dort zu erwähnen. Schließlich brauchen Sie auch kein Schlagwortverzeichnis, denn ein Schlagwortverzeichnis macht bei einer dünnen Arbeit von gerade mal 10 bis 30 Seiten keinen großen Sinn. Das wäre erst sinnvoll, wenn Sie ein ganzes Buch, also eine Habilitation oder eine Dissertation veröffentlichen würden. Ich hoffe, ich habe alle wesentlichen Fragen behandelt und freue mich sehr auf Ihr Feedback. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.